Artikelnummer SCP-002-EX. Objektklasse erklärt. Sonderverwahrungsverfahren. Aufgrund der nur beschränkten Möglichkeiten ziviler Raumfahrt und dem Kolonisierungsverbot jenseits des Uranus-Orbits wird die öffentliche Entdeckung von SCP-002-EX-Instanzen als unwahrscheinlich angesehen. Für den Fall, dass Instanzen durch Astronomen entdeckt werden, sind die Standard-Desinformations- und Amnestisierungsprotokolle zu befolgen. Auf Befehl des O5-Gremiums wurden die Objekte als erklärt klassifiziert. Beschreibung: Bei SCP-002-EX handelt es sich um 23 große metallische Strukturen, die sich in den äußeren Bereichen der Oortschen Wolke befinden und von denen man annimmt, dass sie ehemals Teil einer Megastruktur unbekannter Größe waren. Die Instanzen bestehen aus sich kreuzenden Metallröhren, die ein Gitter mit großen sechseckigen Lücken bilden und sind etwa 4 Quadratkilometer bis etwa 20 Quadratkilometer groß. Die Röhren bestehen im Inneren aus Kohlenstoff-Nanoröhren und außen aus Inconel, einer Superlegierung, die für Umgebungen mit hohem Druck und hoher Hitze verwendet wird. Es wurde hypothetisiert, dass es sich bei den SCP-002-EX-Instanzen um Komponenten einer kugelförmigen interstellaren Megastruktur handelt, die die Oortsche Wolke und das Sonnensystem umschließt. Die Instanzen bilden in ihren aktuellen Orbitalpositionen eine annähernd kugelförmige Verteilung um die äußere Oortsche Wolke und mehrere Gruppen von Instanzen sind durch komplexe Verriegelungsmechanismen miteinander verbunden. Auf jedem Verriegelungsmechanismus befindet sich eine Abbildung einer hexagonal gekachelten Kugel. Die Bruchstellen an den Objekten lassen vermuten, dass sie auseinandergeschnitten wurden, wobei unklar ist, auf welche Weise dies geschah. Die einzigen anderen vorhandenen Beschädigungen rühren von Mikrometeoriteneinschlägen her. Allerdings würde eine solche Megastruktur wahrscheinlich aufgrund von Gravitationseffekten zerbrechen, da Kohlenstoff-Nanoröhren nicht stark genug sind, um diesen zu widerstehen. Das für den Bau einer solchen Struktur benötigte Material übersteigt zudem bei weitem die Menge der im Sonnensystem und der umgebenden interstellaren Region vorhandenen Ressourcen. Auch die Funktion, der die Instanzen dienen würden, ist unklar. Selbst wenn die Objekte nur Teil einer kleineren Megastruktur wären, ist das Inconel-Außenmaterial bei dem niedrigen Druck und der Temperatur der Oortschen Wolke funktionslos und die sechseckigen Lücken verhindern, dass SCP-002-EX als Mauer oder Schild verwendet werden kann. Außerdem entsprechen die Strukturen nicht dem Design irgendeiner raumfahrenden Zivilisation, von der bekannt ist, dass sie vor der modernen menschlichen Zivilisation im Sonnensystem existiert hat. Die schließt die Spezies von Interesse SOI-002 ein, eine extrasolare Spezies, die vor etwa 700 Millionen Jahren versucht hat, das Sonnensystem zu kolonisieren, und die verantwortlich für SCP-2651 und SCP-4431 ist, ebenso wie die Venusianer und die Vorfahren Gruppen. Derzeitiger Status unklar, siehe Anhang 3. Bislang wurden keine anormalen Eigenschaften beobachtet. Eine Untersuchung über die möglicherweise anormale Herkunft der Objekte wurde vom O5-Gremium eingeleitet und führte zur Klassifizierung als erklärt. Für weitere Informationen ist eine Freigabe der Stufe 5 erforderlich. Anhang 1, 13. November 2034. SCP-002-24-EX wurde einen Kilometer unter der Oberfläche des Zwergplaneten Setna entdeckt. Es wurde dort offenbar vergraben. In den sechseckigen Lücken befinden sich zerbrochene Stücke von haltbarem, glasähnlichen Platten. Es wurde festgestellt, dass diese auf extreme Temperaturen erhitzt wurden und geschmolzen sind. Zerstörte Raketensilos und Laserwaffen sind mit den Röhrenkonstruktionen verbunden. Mehrere große Raketentriebwerke waren mittels eines Klauengreifmechanismus an der Instanz befestigt und hatten alle Treibstoffvorräte aufgebraucht. Obwohl die Raketentriebwerke unorthodox konstruiert sind, wurden keine anormalen Eigenschaften beobachtet. Auf jedem Triebwerk sind Symbole eines Speers eingraviert, der eine sechseckige Platte durchbohrt. Einige Tage später wurde SCP-002-25-EX von einer Erkundungssonde in der äußeren Oortschen Wolke gesichtet. Es waren Raketentriebwerke der gleichen Bauart angebracht, von denen jedes einen mechanischen Defekt erlitten hatte,
der die Klauen an der Instanz angedockt ließ. Ein nicht befestigtes Triebwerk wurde in der Nähe im gleichen Orbit gefunden. Die Möglichkeit, dass SCP-002-EX-Instanzen von ihren ursprünglichen Positionen in Umlaufbahnen in der Ortschen Wolke versetzt wurden, wird derzeit in Betracht gezogen. O5-Gremium-Entscheidung. Vorschlag. Die Erklärtklassifizierung von SCP-002-EX ist auch nach der Entdeckung von SCP-002-24-EX und SCP-002-25-EX beizubehalten. O5-7. Zusammenfassung der Abstimmung. Dafür. O5-1, O5-3, O5-5, O5-7, O5-9, O5-10. Dagegen. O5-2, O5-8, O5-11, O5-12. Enthaltung. O5-4, O5-6, O5-13. Ergebnis angenommen. Anhang 2, 28. Februar 2035. SCP-002-26-EX wurde 5 Kilometer unterhalb von Sterkfontein in Südafrika entdeckt. Defekte Maschinen befinden sich in der Nähe dieser Instanz und das Vorhandensein von nicht detonierten Sprengsätzen lässt darauf schließen, dass die Maschinen absichtlich zerstört wurden. Die Sprengsätze sind mit den gleichen Symbolen graviert wie auf den Raketentriebwerken, die bei SCP-002-24-EX und SCP-002-25-EX gefunden wurden. Die Kadaver von zwei gepanzerten, insektoiden Organismen, wahrscheinlich von einer intelligenten Spezies, die jetzt als SOI-006 bezeichnet wird, wurden in den Überresten von zwei Kontrollräumen gefunden, die mit den Maschinen verbunden waren. Beide Entitäten sind durch Schussverletzungen gestorben. Im Gegensatz zu anderen SCP-002-EX-Instanzen ist die Struktur nicht beschädigt, es fehlen jedoch Teile der Außenhülle und sie scheint sich in einem unfertigen Zustand zu befinden. O5-Gremium-Entscheidung. Vorschlag. Die Erklärtklassifizierung von SCP-002-EX ist nach der Entdeckung von SCP-002-26-EX beizubehalten. O5-3. Zusammenfassung der Abstimmung. Dafür. O5-1, O5-2, O5-3, O5-5, O5-7, O5-9, O5-10, O5-11, O5-13. Dagegen. O5-4, O5-8, O5-12. Enthaltung. O5-6. Ergebnis. Angenommen. Anhang 3, 1. September 2037. Eine bisher unentdeckte Kammer in einem Höhlensystem im Dordogne-Tal in Frankreich wurde gefunden. An einer Wand befindet sich eine kleine Höhlenmalerei, die mehrere Objekte zeigt, die SCP-002-EX-Instanzen ähneln und eine Form umgeben, die möglicherweise die Erde darstellt. Ein Mensch hält sich an jeder Instanz fest. Es ist unklar, ob die Menschen die Instanzen zusammenbringen, um die Erde zu bedecken, oder ob sie sie auseinanderziehen. Neben dem Bild befindet sich ein Stahlspeer, der in den abgetrennten Kopf eines Mitglieds von SOI-006 getrieben wurde. Ein Tunnel führt aus der Kammer heraus und öffnet sich zu einer größeren Kaverne, in der sich ein beschädigter 20 Meter langer chemischer Laser befindet. Nachbauten des Geräts haben gezeigt, dass es in der Lage ist, genug Hitze zu erzeugen, um das glasartige Material zu schmelzen, das bei SCP-002-24-EX gefunden wurde. Um den Laser herum stehen Steinstatuen mit folgenden Darstellungen. Gepanzerte menschliche Figuren. Das Symbol des Speers, der eine sechseckige Platte durchstößt, das sich auf den Raketentriebwerken befindet, ist auf der Stirn jeder Figur eingemeißelt. Kleine Kugeln. Auf jeder Kugel ist ein stilisiertes Totenkopfsymbol zu sehen und auf einigen ist ein Spiralsymbol eingraviert. Die Details auf den Kugeln mit Ausnahme der Symbole stimmen mit geologischen Merkmalen auf Exoplaneten in einem Radius von 100 Lichtjahren um das Sonnensystem überein. Alle Exoplaneten sind erdähnlich und befinden sich in der habitablen Zone ihrer Sterne. Die einzigen Kugeln, die nicht mit einem Exoplaneten übereinstimmen, sind die mit den Spiralmarkierungen. Eine weitere Untersuchung ist durch Befehl der O5 untersagt. Menschliche Herzen, die von den kleinen Kugeln umgeben sind.
Zu erwähnen ist, dass sich auf der Höhlenmalerei der Erde eine stilisierte Version eines SOI-006-Kopfes befindet, welcher mit anderen Farbstoffen übermalt wurde. O5-Gremium-Entscheidung. Vorschlag. Die erklärte Klassifizierung von SCP-002-EX ist in Anbetracht der jüngsten Entdeckungen im Tal des Flusses Dordogne beizubehalten. O5-11. Zusammenfassung der Abstimmung. Dafür O51, O52, O53, O54, O55, O56, O57, O58, O59, O510, O511, O512, O513. Dagegen. Enthaltung. Ergebnis: Angenommen.